nicht nur für mich alleine, sondern ich denke für viele, die sich selber eher als emanzipatorische Linke beschreiben, Hegemonie und radikale Demokratie ein wichtiger Meilenstein war bei der Formulierung, bei der Artikulation des eigenen politischen Selbstverständnisses. Und wenn ich jetzt von einem Meilenstein spreche, meine ich da einige Aspekte, die besonders prägend waren. Ich will die jetzt im Folgenden nochmal nennen. Das ist zum einen die transformatorische Perspektive, also die Überzeugung, dass man den falschen Gegensatz zwischen Reform und Revolution hinter sich lassen muss und dass das Ziel, worauf dann radikaldemokratische Praxis abzielt, eben die Umformung der bestehenden Machtverhältnisse ist. Ein zweiter prägender Aspekt ist die hegemoniepolitische Ausrichtung. In den Texten von Chantal gerinnt das ja immer in der Metapher von der Äquivalenzkette. Der ist auch heute schon öfters gefallen. Äquivalenzkette, die meint die Artikulation der verschiedenen demokratischen Kämpfe in einem kollektiven Willen, wobei also sozusagen unterschiedliche Interessen sollen verknüpft werden, wobei eben diese Verknüpfung nicht meint ein konturloses Aufgehen in einem großen Ganzen, sondern jedes einzelne Glied dieser Kette weiterhin seinen eigenen Charakter behält. Und einen großen Fortschritt, finde ich, in diesem Bild ist auch, dass es innerhalb der Äquivalenzkette eben keinen a priori berechtigten oder bevorrechtigten Agenten gibt. Das ist ein klarer Bruch mit linken Avantgarde-Denken. Ein dritter prägender Aspekt ist die Notwendigkeit einer agonalen Grenzziehung. In einem Text, der im Vorfeld der Gipfelproteste 2007 erstanden ist, wo Chantal dankenswerterweise auch einen Text veröffentlicht hat, hat sie nochmal herausgearbeitet, dass diese Behauptung, es bedürfe einer Politik jenseits von links und rechts, es bedürfe einer Politik jenseits des Wir- und Sie-Denkens, dass das, sag ich mal, zu den ideologischen Grundpfeilern neoliberaler Hegemonie gehört. Und ich teile Ihre Einschätzung bis heute, nun die Notwendigkeit darin besteht, die Zentralität des Politischen wiederherzustellen. Und das heißt halt auch, politische Grenzen zu ziehen, ohne aber, und da finde ich sehr wichtig, was Alex an dieser Stelle angesprochen hat, ohne Exklusion weiterer marginalisierten Gruppen herauszubilden. Ein vierter prägender Aspekt war die Orientierung auf die Knotenpunkte der Macht, also anknüpfen bei Gramscis Ausführung zum Stellungskrieg, sehr wohl sich dafür auszusprechen, dass man die Knotenpunkte der Macht ins Visier nimmt, aber immer mit dem Ziel, sie zu transformieren, mit dem Ziel, die Machtverhältnisse grundlegend zu verändern. Also diese vier Aspekte, die transformatorische Perspektive, die hegemoniepolitische Ausrichtung, die Würdigung der Bedeutung von Agonalität und die Orientierung auf die Knotenpunkte der Macht, das sind wichtige Impulse für eine politische Praxis. Doch wie heißt es so schön, the proof of the pudding is in the eating. Spätestens in dem Moment, wo man diese radikaldemokratische Theorie versucht umzusetzen in radikaldemokratische Praxis, treten Widerstände auf. Meistens auf einer theoretischen Ebene schon vorher, aber spätestens in dem Moment der Umsetzung in Praxis werden die Widersprüche sehr deutlich spürbar, da der politische Raum nun mal ein umkämpfter ist und das ist, glaube ich, vollkommen, das trifft sowohl für außerparlamentarische Bündnisse wie eine neue linke Partei zu. Und ich möchte jetzt im Folgenden einige dieser Widerstände skizzieren, allerdings immer mit dem Ziel, diese Widerstände zu bearbeiten, zu überwinden. Insofern möchte ich meine Ausführungen auch verstanden wissen als eine Einladung, sich gemeinsam auf die Suche nach Lösungsansätzen zu machen. Zum einen meint Transformation eine widerständische, kämpferische, ja oppositionelle Grundhaltung. Also das Wissen darum, dass es letztlich darum geht, die Verhältnisse grundlegend umzustellen. Allerdings meint Transformation auch oder stellt Transformation auch darauf ab, dass jede Veränderung auch legitimiert sein muss. Also die Frage nach der demokratischen Legitimation der angestrebten Gesellschaftsveränderung muss immer mitgestellt werden. Und die zweite Seite von Transformation meint eine strategische Grundsatzentscheidung, nämlich die Grundsatzentscheidung, dass man die unterschiedlichen Zeithorizonte, die jeweils Reform und Revolution zugrunde liegen, also zum einen die Kurzfristperspektive und die Langfristperspektive zusammengedacht werden.
Ein weiteres Hindernis, auf das radikal-demokratische Politik in der Praxis stößt, würde ich als eine vordemokratische Harmoniesucht bezeichnen. Also innerhalb der Bevölkerung gibt es, zumindest wenn es um Parteienpolitik geht, ein weit verbreitetes Harmoniebedürfnis. Und dieses Harmoniebedürfnis macht blind für objektiv existierende Interessenswidersprüche. Man kann sagen, der Neoliberalismus hat hier auch ganze Arbeit geleistet. Es gibt kaum eine öffentliche Diskussion, also ich hoffe nicht eine hier, aber es gibt kaum eine öffentliche Diskussion, wo nicht Sätze fallen wie, ja, die Parteien sollen sich nicht streiten, sondern sie sollen gemeinsam das Beste für die Menschen tun. Wir wissen, dass diese so eine Position vordemokratisch ist oder durch Neoliberalismus geprägt ist. Nichtsdestotrotz ist man als Politiker mit so einer Position immer wieder konfrontiert. Und ich meine, die Herausforderung besteht in solchen Situationen darin, aufzuklären über objektiv vorhandene widersprüchliche Interessenslagen, ohne dass beim Gegenüber sofort die Rollläden runtergehen und er sich in seinem generellen Verdacht, dass ja alle politischen Akteure sich immer nur im Parteiengezänk befinden, bestätigt wird. Meine Erfahrung ist, dass eine solche Aufklärungsleistung immer dann besonders von Erfolg gekrönt ist, wenn sie exemplarisch und möglichst mit Alltagsbezug erfolgt. Also auch der leidenschaftlichste Vertreter der Position, ja, die sollen sich jetzt endlich mal vertragen und gemeinsam handeln, anstatt zu quatschen, auch dem leuchtet letztlich ein, dass es bei einer Gesundheitsreform beispielsweise schon ein elementarer Unterschied ist, ob man eher die Interessen der Pharmaindustrie oder eher die Interessen der Patienten im Blick hat. Drittens, wer immer sich in die Knotenpunkte der Macht begibt, um sie zu transformieren, stößt schnell auf zweierlei Probleme. Da wären zum einen die Konformitätszwänge, die auf die Akteure wirken und die schnell auch zu einer Überidentifikation mit den Knotenpunkten führen. Und zum anderen zeichnen sich gerade die Knotenpunkte der Macht durch eine gewisse Druckresistenz aus. Insofern steht die Gefahr, dass der transformationswillige Akteur sich womöglich schneller verändert, als er den zu transformierenden Knotenpunkt der Macht verändert hat. Wer nun aber beispielsweise meint, ja, mit den ganzen Institutionen der EU müsse man sich nicht beschäftigen, weil das wäre eh alles neoliberal und kapitalistisch, der stärkt letztlich diese Institutionen. Auf jeden Fall aber ist er bzw. sie keine Hilfe bei der ach so notwendigen Transformation dieser Institutionen. Und ein zweiter Lösungsansatz, den ich hier vorschlagen möchte, ist, dass man möglichst von Anfang an Schutzmechanismen gegen die Kräfte der Inversion installieren muss. Um ein praktisches Beispiel zu nennen, in der Bundestagsfraktion Die Linke haben wir beispielsweise bewusst eine Kontaktstelle Soziale Bewegung eingerichtet, die die kontinuierliche Zusammenarbeit mit außerparlamentarischen Akteuren strategisch und kontinuierlich begleitet. Und diese regelmäßige Debatte ist halt nicht nur eine inhaltliche strategische Bereicherung, sondern ich habe auch erlebt, dass sie als ein quasi institutioneller Schutz vor den Verführungen der Anpassung wirkt. In einem Interview mit dem Magazin Prager Frühling hat Chantal nochmal dafür plädiert, was sie ja heute hier auch gemacht hat, die arbeiterorientierte Forderung mit den Forderungen der neuen sozialen Bewegung zu verbinden. Konkret gestaltet sich diese Zusammenarbeit alles andere als einfach. Das Knüpfen von Äquivalenzketten stößt da auf ein Hindernis, was ich bezeichnen würde als Fremdheit zwischen alter und neuer. Auch in der Linkspartei stoßen wir auf ein Problem bei einem radikaldemokratischen Politik. Viele denken immer noch, die Neue Linke, das ist einfach eine Fortsetzung von DGB-Politik oder eine Fortsetzung von PDS-Politik. Ich halte so einen Ansatz für eine hegemoniepolitische Katastrophe. Finde, damit wird die große Chance einer inhaltlichen und methodischen Neubegründung linker Politik verspielt. Und der Wunsch, dies zu ändern, die Hoffnung auf eine Refoundation der Linken, das war für uns ausschlaggebend, das Magazin Prager Frühling zu gründen. Für uns ist, ja, ich würde sagen, das ist auch unser Beitrag für den notwendigen radikaldemokratischen Aufbruch in unserer Gesellschaft. Letztlich geht es uns darum, dem Reich der Freiheit inmitten der gegebenen Welt zum Durchbruch zu helfen. In ihrem Schlüsselwerk Das andere Geschlecht bezeichnet die Simone de Beauvoir, die ja gleichermaßen Sozialistin und Feministin war, dies, also dem Reich der Freiheit zum Durchbruch zu verhelfen, als den höchsten Sieg. Und mit weniger als diesem höchsten Sieg sollten wir uns auch nicht zufrieden geben. Danke.